Wir haben bei Landtagskandidatinnen nachgefragt. Viele Arbeitsplätze in der Region sind durch Corona gefährdet. Was werden Sie dagegen tun? Wir haben mehrere Soforthilfepakete in Milliardenhöhe auf den Weg gebracht, um Arbeitsplätze zu sichern. Weitere Soforthilfen sind auf dem Weg und wir streben an, die Soforthilfen bis mindestens Juni 2021 zu sichern, damit keine Arbeitsplätze verloren gehen. Durch Investitionen in die Infrastruktur, Weiterbildung und die Umstellung auf emissionsfreie und ressourcenoptimierende Produktion können Arbeitsplätze gerade in mittleren und kleineren Unternehmen gesichert werden. Investitionen in Zukunftstechnologien mit einem Innovationsfonds und Investitionen in die Weiterbildung der Beschäftigten mit einem Weiterbildungsfonds und natürlich die Kurzarbeit, die uns durch diese Krise hilft. Die Pandemie gefährdet Hunderttausende, Millionen von Arbeitsplätzen in Europa, in Deutschland, auch in der Region natürlich. Der einzig sinnvolle Ausweg daraus ist es A, impfen, beginnend mit Risikogruppen. Und danach können wir Stück für Stück die Wirtschaft wieder hochfahren. Das ist der einzig sinnvolle Weg, so viele Arbeitsplätze wie möglich zu retten. Wir haben in der Krise den größten Rettungsschirm in der Geschichte des Landes aufgestellt. Jetzt nehmen wir die besonders betroffenen Branchen in den Blick. Sie brauchen unsere besondere Unterstützung. Kunst und Kultur, das Eventmanagement, das Gastgewerbe, all diese Arbeitsplätze sind latent von der Pandemie und den Lockdowns gefährdet. Hier braucht es schnelle staatliche Unterstützung, dass die Strukturen nach dem Lockdown auch noch da sind. Eine Senkung der Steuer- und Abgabenlast, eine Entbürokratisierungsoffensive sowie die Reduzierung von Auflagen sind wichtige Bausteine, um unsere Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Das Land und der Staat müssen kleinere und mittlere Unternehmen unterstützen und somit Arbeitsplätze erhalten.